Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Uncharted 4. Euer Trendsack heißt euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Trends 17 TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf eine neue Runde mit euch. Hier kann man mal eben was nehmen. Was mit dem kommen wir hier? Jetzt wird er das doch nicht mehr. Aber ich glaube, das hatten wir schon, ne? Was glaubst du, wie diese Typen sind? Avery und Thomas Too, so Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. So ist es, so ist es. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder meinen Channel eingeschaltet habt und vielen Dank auch nochmal für eure Unterstützung, für die dicken Daumen, für alle, die die Daumen so schön gedrückt haben. Und heute machen wir das Abenteuer hier wieder komplett. Ja, komplett ja eigentlich noch nicht, aber weiter komplett. Und ich hoffe, dass die Brücke hält. Und wir heute wieder ein schönes Stückchen weiterkommen in diesem super schönen Spiel. Der lacht, ist so genial. Ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? So. Oh nein. Wir jetzt auf keinem Schuh vom Rutschen. Unsere Rutschpartie. Okay, okay. Oh, den Shit! Das war ein klein Ticken zu früh. Okay. Was glaubst du, wie diese Typen sind? Die, die unwürdig sind. Avery, Thomas Too, so Angst machen. So. Das Ganze nochmal. Ups. Versehentlich Schuss ausgelöst. Diese Brücke nicht vorschriftsmäßig gebaut. Klar doch. Datenvorschrift. Das ist so genial, wie der lacht. Okay. Das Ganze nochmal. Okay, okay, okay. Im letzten Moment. Hieronimo! Jawoll! Geht doch. Also, zu diesem Ort mit Avery. Es ist aber auch alles eng hier. Das nicht. Ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Nun, vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschenkt. Ja, vielleicht hat Too den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Ja, wir werden es bald herausfinden. Ich schaue hier nochmal eben in die Ecke. Ist da auch noch was? Nee, nicht, dass wir hier einen Schatz verpassen. Mhm, ne, sieht noch nicht so aus, okay. Ui! Also zurück gehen wir nicht an. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube. Oh, da ist das nächste Rätsel. Oh mein Gott. Das ist raffiniert, wenn man wohl sagt. Da irgendwas machen. Da geht's nicht zurück. Ach, da müssen wir da was aktivieren. Machen wir mal. Ich zieh nur schnell die Hand da raus. Da hat schon jemand versucht. Ziemlich prüfen. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Einmal. Okay. Das müsste ja weiter hinten. Ach, da ist nichts. Die Seiten sind ja leer.
Ich gehe mal davon aus, dass der Eimer bestimmt Wasser braucht. Was jetzt? Wie hatte ich da mal sowas gelesen? Eimer füllen. Das sieht doch gut aus. Nimmt er den jetzt an hier oder? Oh ja, macht er. Stell ihn zurück auf das große Rad. Das ist eine gute Idee. Und ich versuche hier mal wieder hochzukommen. Jawohl. Klappt einwandfrei. Mal sehen, wofür die Räder sind. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Tagebuch. Aria, hier ist es. Ich habe das nämlich eben schon gesucht. Das sind Jesus. Unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Links, rechts und oben. Jesus muss oben. Rechts. Das schwarze. Das weiße links. Okay. Dann versuchen wir unser Glück, müssen wir hier wahrscheinlich die Kreuze irgendwie zusammenführen. Achso, um zu drehen. Oh, Momento. So. Da. Also da oben ist auch noch einer. Oh, nee. Da war ich richtig. Mach mal. So, jetzt gehen wir weg da. Und nochmal das andere. Vielleicht, dass wir den Wassereimer gleich nach oben kriegen. So. Hey, hat sich was bewegt, als du den nice. Hast. Der Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Gleich wird sich irgendwo was öffnen wahrscheinlich. Ah, oh, wie war das jetzt noch? Tagebuch. Ich muss nochmal eben darauf gucken. Links Dismas. Rechts Gestas. Von vorne oder von hinten drauf? Aber man steckt da nicht so viel. Mal ehrlich. Okay, das habe ich auch. Da muss ich aber erstmal wieder an dem hier, ne? Hauptsache er kommt da oben jetzt nicht raus. Oh, shit. Okay. Oh mein Gott, wie lange soll ich da denn drehen jetzt? Den ins Kreuz rein. Nein, richtig. So, den ins Kreuz rein, in diese Scheibe reinholen. Und hier dann, mal sehen, vielleicht wenn er da drin ist. So, jetzt habe ich ihn immer Scheibe drin. Das heißt, ja. Geh mal raus da. Nee, ich drehe ihn mal nach unten. Schwarze nach unten. Wo es dunkler ist. Genau, so, jetzt weg. Jetzt nehmen wir den weißen da oben. Ich hoffe, dass der sich jetzt. Jo! Ja, der müsste. Das ist dieses Rad hier. Jawohl. Und jetzt drehen wir den ganzen Vogel nochmal. War das der hier? Ah! Shit, das war falsch. Dreh zurück. Das ist das falsche Rad. Das müsste dieser hier sein, ne? Dass sie alle im Licht sind. Ich hoffe, die sind jetzt richtig rum. Um aufs Tagebuch. Ich glaube, links war weiß, ne? Oben muss das große Kreuz, rechts das schwarze Kreuz. Das ist richtig. Rechts das schwarze, oben das große. Ach, so ein Shit. Ah, oben das große. Wie kriege ich denn das große jetzt nach oben?
würde sagen, ich versuche mal das Rad hier. Hallo, Randa. Ich das jetzt verdrehe. Genau. Ah, dann ist das wieder weg. Das ist ja Schiete. Mist. Ah, ich muss es sowieso verdrehen. Das war das. Ich versuche dieses hier mal. Das muss nach oben. So, wie kriege ich das denn jetzt? Schiete. Jetzt muss ich das Weiße nur noch nach unten kriegen. Schiete. Nein! Ja, gib mir mal einen Hinweis. Ja, das ist mir auch klar. Bringen Sie die Kreuze ins Licht. Das ist mir auch klar. Ich habe die Lösung ja auch schon lange. Ich muss nur gucken, wie ich das hier jetzt gedreht kriege mit diesen blöden Rädern. Ja, das ist falsch. Der muss sich da. Der muss da. Ich muss das. Das. Da rausnehmen aus der Scheibe. So, ich glaube, um jetzt den. Den ja mal. Ich muss den da ja irgendwie reindrehen. Der muss nach oben. Ich drehe ihn nochmal ein. So. Weg. Und den da jetzt reindrehen. Oh, hoffentlich ist das jetzt richtig. Nein, jetzt dreht sich das andere auch raus. Das ist doch zum Mäusemelken. Ich muss wahrscheinlich das andere auch noch mit einbeziehen hier, das Äußere. Kann noch ein bisschen dauern. So ein Scheiß. Ah, wir waren schon so dicht davor hier vor der Lösung. Ah, jetzt weiß ich auch nicht mehr, ob das links oder rechts war, dieses Blöde. Das muss auf jeden Fall. Das muss so, genau. Die waren ja gegenüber, die beiden, das weiß ich noch. Wenn wir das jetzt hier reindrehen. Wenn sich das andere jetzt nicht mitdreht. Ja, das andere dreht sich mit. Ganz klasse. Das heißt, der muss erst damit reingedreht werden. Und dann muss der hier wieder. Oh, das ist ja. Das ist ja auch falsch. Ich glaube, das werde ich wohl nachher schneiden müssen hier. Oder? Nee, ist richtig! Unfassbar! Ziehst du dann am Hebel? Oh, nein. Diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Ach, ging ja doch einigermaßen schnell jetzt. Irgendwie haben wir es jetzt hingekriegt. So wollte ich das schon die ganze Zeit haben. So, wir haben es gelöst. Ist das denn nicht schön? Wasser geht in so eine Rinne und jetzt öffnet sich das Tor. Cool. Wenn das also ein Test war, warte mal, kann ich da noch wieder zurück? Da kann ich da eben was aufschreiben. Eimer füllen. So. Musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. So. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. So. Eieiei. Müssen wir hier jetzt rum? Gut. Sei vorsichtig. Gute Frage, nächste Frage. Das ist ja nicht der. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier nicht irgendwie zurück. Nee, glaube nicht. Wow, das war knapp. Ach, shit, was macht der denn da? Mist.
sollte doch mehr. So, und damit muss ich mich da jetzt irgendwie rüberschwingen. Und nochmal. Sehr schön. Der Weg scheint richtig zu sein. So, hier müssen wir jetzt. L3. Gute Idee. Suchen wir einen Weg hoch. Hm. Hier kommen wir doch hoch, oder nicht? Da. Hey, komm, ich helfe dir hoch. Ich komme. Okay, ich habe hier oben was für dich. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer dazu kommen. Gute Idee. Ah ja, an die Mauer stellen das Ding. Das ist ja so ein bisschen von The Last of Us übernommen, wo man dann die Balken immer irgendwie an die Wand stellen muss. Das ist, macht Naughty Dog ganz gerne. Aber es ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Jetzt kommt er auch ran. Na, hier jetzt in die kleinen Ecken. Wow. Ist das knapp. Das ist echt nicht leicht, oder? Das war bestimmt leichter, als die okay. Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Oh, wir schlagen uns aber ganz gut. Mal sehen, was hier drin ist. Oh, nee, das war richtig. Und runter. Das war knapp. Ja, auf dein Au auf, genau. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendwo ein Schatz ist. Nee. Oh, La Ratas. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Noch irgendwo was, das wir mitnehmen können? Nee. Viele Ratten. So, was sieht er da? Ist da irgendwie ein Zeichen? Nee. Mal hier hoch. Ah, sieht schon klasse aus, ne? Fragt sich nur, wo es jetzt weitergeht. Da. Da ist ein Stein. Da geht's weiter. Hätte ich gar nicht gesehen, wenn ich einfach hingesprungen wäre. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabung. Oh, Rafe! Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe. Hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war. Nachdem sie ihn entdeckt hatten.
Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir im Monat. Fortschritte. Schuld bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag ihnen, sie sollen dich warnen, bevor sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall. Die Auktion war die sauberste Art, das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier? Finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. Ja, meine Lieben. Und wir machen hier einen Cut. Die Folge ist schon die super XXL-Hammerlänge hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Werden die beiden noch weiter schnacken. Beenden wir hier die Folge. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Haut rein und lasst doch, wenn ihr Lust habt, einen Kommentar oder ein Like. Bis dann. Ciao.